5 der epischsten Streamer. Und damit herzlich willkommen zur neuen Top 5 der epischsten Streamer. Und kurz vorweg, die Liste wurde von unserer Redaktion zusammengestellt, bestehend aus Wiegald Boning, Sky Dumont und Hans Meiser und Hallo Spencer. Und die haben gewählt, geht also nicht um Followerzahl. Wir sind gespannt, sind eure Lieblingsstreamer dabei? Falls nicht, schreibt's wütend in die Kommentare. Mhm. Wir lehnen zurück, richtig, genießen. Wir geben jetzt schon mal ein Like, ein Abo. Bis gleich. Platz 5, Trimax. Moin Leute, Trimax hier. Heute zocken wir wieder FIFA 21, FIFA Ultimate Team. Und das Team ist voll, das Team steht, mein Dream Team ist erreicht. Treuer Dackelblick, zuckersüße Kurzhaarfrisur und ein Körperbau, der einfach nur zum Kuscheln einlädt. Keine Frage, unser Platz Nummer 5 ist ein richtiges Schnuckelchen. Trimax, der im Real Life Maximilian Alexander Kurt gerufen wird, gehört längst zu den erfolgreichsten Let's Playern Deutschlands und seine regelmäßigen Livestreams begeistern tausende Teenager. Übrigens, lieber Maximilian Alexander Kurt, wann antwortest du den Twinnies denn mal bei Insta? Sie würden dich so gern einladen. Oh! Traum! Alter, alle Lost Max, Alter. Ja, Trimax ist ja mit einer der erfolgreichsten Streamer. Ich mag ihn sehr gerne. Ich glaube, er ist ein bisschen bekannt für seine Verpeiltheit. Und ich glaube, das mögen die Leute sehr gerne. Es gibt viele gute Clips von ihm, wo man merkt, dass er irgendwie verloren in manchen Spielen ist. Ja, weiß ich nicht. Trimax baut halt irgendwie den ganzen Tag nur auf seiner Kaktusfarm da rum und hört nebenbei unseren Podcast. Also liebe Grüße. Trimax wird bei uns auch oft gewünscht, dass er mal zu Gast kommen soll. Da können wir endlich jetzt auch mal öffentlich drüber sprechen. Wir haben auch mit ihm Kontakt gehabt bei Instagram, aber er hat dann nie mehr geantwortet. Gelesen, nie mehr geantwortet. So wie ich ihn mitbekomme, immer sehr, sehr netter Kerl. Also stabiler Typ. Ich glaube, der hat Angst. Was sagst du dazu? Der hat keinen Bock. Interessanter Typ. Super langweilig. Verstehe nicht, wo der Hype herkommt. Nächster. Platz 4. Gronkh. Wieso ist das Licht aus? Geh weg! Was immer du bist, geh weg! Hallo! Ja, was soll man zu dieser Legende noch sagen, was nicht schon längst gesagt worden ist? Soll man dazu sagen? Kopf ab! Seit mittlerweile mehr als 10 Jahren gehört Gronkh zum deutschen Internetkulturerbe und hätte ich einen Wunsch frei, ich würde ihn sofort zum Nachfolger von Angela Merkel ernennen und Excel95 zum Vizekanzler. Neben seinem YouTube-Content sind Gronkhs Live-Let's Plays nicht minder unterhaltsam und stets einen Blick wert. Weiter so, bitte für immer. Ich kann auch nichts dafür, dass ich so ein Skiller bin. So. Gronkh ist ein Urgestein, das ist eine Legende. Gronkh habe ich tatsächlich noch nicht so häufig geguckt, aber ich glaube, streamt er nicht nur jeden Freitag? Ich bin mir unsicher, er streamt gar nicht so häufig, aber ich glaube, er hat immer ein breites Publikum, sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Ich habe noch nie einen Stream von ihm gesehen, ich kenne nur seine Videos auf YouTube, diese ganzen classy Let's Plays. Ich habe Gronkh viel geguckt, als ich was kleiner war, wo er noch Minecraft-Let's Plays und sowas gemacht hat, aber ich ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass er live streamt. Super langweilig, verstehe, wo der Hype herkommt. Arschgeile Nummer. Noch nie geguckt. Ey, muss ich sagen, ich habe Gronkh nie geschaut, aber auf jeden Fall muss man auch respektieren, ist einer der OGs. Ja, ist ein sympathischer Kerl, so vom alten Schlacht, hat auch dementsprechend eine ältere Community, aber sehr korrekter Typ. Werde ich jetzt aber mal reingucken, nach Anraten von mehreren Leuten, gucke ich beim Gronkh mal rein. Und du so? Auch. Platz 3, Justin. Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mahlzeit. Als milchzahntragender Minecraft-YouTuber gestartet, hat sich Justin längst einen Namen in der deutschen Fashion-Landschaft gemacht. Seine eigene Brand floriert, genau wie seine Live-Reactions. Bronze geht damit völlig verdient an den einzig wahren Reaktionsboss. Yeah. Was auch ganz gut ist, ist, dass man Agavendicksaft benutzt, weil sonst werden die Bienen ausgeraubt. Du trinkst doch gerne Dicksaft, oder nicht? Ich trinke... No problem. Das hat wirklich für ein ganz wildes Gelächter im Studio gesorgt, dass er gerne Dicksaft trinkt. Ei. Habe ich mir tatsächlich noch keinen Stream von angeguckt. Ich habe nur mitbekommen, dass er jetzt einen dritten Kanal aufgemacht hat, Justin Live, wo er dann eben seine Streams hochlädt. Und ich glaube, die laufen auch richtig gut. Ja. Also Streamer ist jetzt Justin nicht. Ist so wie Simon halt, ne? So Mister, ich mach an, reacte 2 Stunden, mach wieder aus. Ich habe von dem streammäßig fast noch gar nichts mitbekommen, um ehrlich zu sein. Also ich kenne seine Reactions so auf YouTube. Bisschen eintönig, die ganzen Reactions, meiner Meinung nach. Aber ich halte mich da lieber mal raus. Bei ihm scheiden sich ja die Geister. Ist er Streamer oder ist er nur ein Reactioner, keine Ahnung. Gucke ich auch nicht so viel. Ich bin halt mehr so im amerikanischen Bereich unterwegs, aber also was Gucken angeht.
aber safe auch ein nicer Guy. Er zieht so gefühlt gerade die Jugend an, ne? Also die kleiden sich ja alle nach seinem Vorbild so ein bisschen. Er ist so eine große Inspirationsfigur für viele. Ich hole mir seine Reaktion immer gern an, der Boss. Und vielleicht wurde vielleicht in letzter Zeit zu viel gebossed. Vielleicht ist er ein bisschen Hype vorbei. Hast du das Gefühl, oder? Ich nicht, ich liebe Deutschland. Den kenne ich, aber hab ich auch noch nicht persönlich kennengelernt. Und Streaming habe ich von dem auch noch nicht gesehen. Aber von Justin gucke ich mir öfter mal die Reactions auf jeden Fall auf YouTube. Das habe ich auch schon mal gemacht. Der Reaction-Boss. Carla. Super toll. Super, mach mal so. Cool. Cool, Justin ist cool. Cool, Schröder. Platz 2. Montana Black. Okay. Keine Frage, Montana Black polarisiert. Die einen lieben und feiern ihn für sein loses Mundwerk. Er scheißt auf alles und jeden. Er will einfach weg da. Die anderen halten ihn für einen sexistischen Typen, der rauchend und nur mit Tanktop bekleidet vor der Livecam sitzt und im Minutentakt diverse Monatsgehälter kassiert, indem er leicht bekleideten Frauen zuschnalzt oder haufenweise Luxuskleidung bestellt. Auch wenn nicht wenige seiner Aussätze als unfassbar blöde einzustufen sind, so steht Monte nicht umsonst so weit oben. Unser Tipp? Mehr denken, bevor man redet und deutlich mehr Kylo-Content. So steht einer bannfreien Karriere bis ins Rentenalter nichts im Wege. Wenn ich eine halbe Stunde weg bin oder so, ich komme nach Hause, dann gibt er mir einen Kuss nach dem anderen. Oh geil, ich bin so eine Drecksau, kiss mich. Oh, Memo. Nicht immer ganz klar im Kopf, aber er hat natürlich seine Entertainment-Qualitäten abseits von Scheiße erzählen und deswegen ist er natürlich zu Recht erfolgreich. Da ist ja bei denen, zwischen ihm und Knossi ist ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, er ist der meistgefollowte, glaube ich, momentan noch. Ja, was soll man sagen, Legenden halt, ne? Aber auch manchmal schwierig, glaube ich, was er da sagt. Ne? Ein bisschen aufpassen. Auch schon kennengelernt 2018 und wir haben auch immer wieder mal zusammen gestreamt. Er hat mir auf jeden Fall viel geholfen auf der Plattform. Kontrovers, aber auf jeden Fall funny. Also muss man ihm lassen, ist ein sehr witziger Typ. Ich persönlich mag ihn gerne, aber es gibt so manche Momente, wo man natürlich sagt, so, das sind so typische Monte-Dinger. Er mag uns nicht mehr, nachdem wir immer kritisch über ihn berichtet haben. Dann ist das so, damit können wir gut leben. Aber wir hoffen natürlich auf eine Versöhnung irgendwann. Manchmal vielleicht eine Nummer zu kontrovers, aber ich meine, das macht ihn halt aus. Ne? Ich finde auch nicht alles super, was er macht, aber ich meine, dementsprechend kriegt er dann noch sein Fett weg. Ja, Monte ist eine absolute Legende. Genau, den haben wir auch schon mal kennengelernt dieses Jahr. Weiter so, Montana Black, oder? Weiter. Ja. Weiter. Platz 1, Knossi. Du Drecksau! Er hat wirklich einer Scheiße geschickt! Unsere Goldmedaille geht an eine optisch eher unscheinbare Person namens Jens, die jahrelang durch diverse Game-Shows im Privatfernsehen huschte. Mit den Kopf unten an die Stange! Und dann muss der Obnövel noch sein Maul aufreißen! Ja? Keiner der anderen Kandidaten ist so motiviert da reingegangen! Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Bei Call-In-Sendungen den Rekordanrufer mimte. Wer ist in der Leitung? Ja, hier ist der Jens aus Rastatt, hallo. Jens, salü, ich grüße dich. Oder als Poker-Profi um die Welt jettete. Die Rede ist natürlich von Jens Knossalla, a.k.a. Knossi, der König des Internets. Auch wenn weniger Casino-Games wünschenswert wären, das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Bleiben Knossis Livestreams einfach im Kopf und Gehörgang stecken. Und damit hat er sich den heutigen Platz Nummer 1 fast so sehr verdient, wie ich mir meine Rosinenschnecke. Knossi, herzlichen Glückwunsch. Geil. Ich bin ganz empfindlich mit Ich würde mir wünschen, dass Knossi mehr Stuff macht, der nichts mit Glücksspiel zu tun hat. Weil ich finde, der kann mega gut entertainen. Die Drehs mit ihm sind immer anstrengend und man hat immer Angst um sein Möbeljahr, weil da kann schon einiges zu Bruch gehen. Bei Knossi muss ich sagen, finde ich sehr cool, was er jetzt mit Sido und Sascha und Moneymark auf die Beine gestellt hat. Genau richtig, dort wo er ist, ist halt eine absolute Entertainment-Kanone. Sehr, sehr nice. Absolut krass, was bei ihm auch vor allem letztes Jahr abging. Ne? Genau, Knossi finde ich auch mega sympathisch. Den konnten wir auch schon letztes Jahr persönlich kennenlernen. Ja. Also ich glaube, mein Lieblingsmoment ist eigentlich wirklich für viele einfach dieser Scheiße im Moment, weißt du, wo er das Scheiße geschickt bekommt. Das ist der Oberknaller, das ist komplett geil. Der schreit lauter als ich. Er ist natürlich aktuell der Top-Streamer Deutschlands und mit weltweit. Und das muss man erstmal hinkriegen, oder? Was sagst du? Ja. Carla, sag mal. Muss man hinkriegen. Ja, sag mal.
Muss man kriegen. Lecker Bratwurst, Currywurst. Bratwurst. Lecker, ne? Gut, lecker, lecker, lecker. Ja. Schade, dass ich in der Liste nicht drin bin. Knossi. Guter Mann. Das war vor Epicness gar nicht mehr zu ertragen, oder? Ich musste teilweise ausmachen und mir die Fußnägel knipsen. Es war der absolute Hammer. Oben gibt es für euch ein tolles Video von Valulis. Darum zocken Promis auf Twitch. Ich habe es mir jetzt mittlerweile 18 Mal angeguckt und muss sagen, wow. Und unten gibt es für euch, erkennst du den Promi mit Knossi? Und Unsympathisch TV war auch dabei. Richtig. Mensch. Wir sehen uns wieder, hoffentlich bald, auf World of Wiedersehen und Farewell. Farewell.